Ja. Hast einen linken Finger. Da möchte ich euch mal das Gerät Zeitcard vorstellen. Das ist ein Gerät von LR. Das hat hier eine Ladeschale. Das kannst du laden, also mit einem normalen Stecker, aber auch mit USB hier am PC und so weiter. Und da gibt es zwei Borsten dazu. Das ist eine für normale Haut, hier in Blau gehalten, auch das passende Reinigungsgel dazu, das ist so leicht schäumend. Oder für ganz sensible Haut gibt es das in Rosa und mit einer Reinigungscreme, die darauf abgestimmt ist. So. Möchte ich dir bloß mal zeigen, das ist also die für besonders sensible Haut, wie sanft die auch ist. Ist so, ja. Und wir machen dann mal einen Test mit dem Gerät. So, dann habe ich hier einen Lippenstift. Na, den schmiert man doch woanders hin. Eigentlich schon. Da sind doch keine Lippen, da sind Boden. Eyeliner, ja. Dann gibt es noch Kajal hier. So. Ramona, wolltest du heute noch arbeiten? Hier haben wir einen wasserfesten Permanentmarker Edding 400. Ja. Dann schauen wir mal, wie wir das wieder entfernen können. Kugelschreiber hast du auch immer zu tun damit. So. Genau. Also jetzt wollte ich erstmal zeigen, wenn man das jetzt klassisch reinigt, also ich tue alles mal ein bisschen anfeuchten. Ja, dass das erstmal ein bisschen feucht ist. Und jetzt nehmen wir auch das Reinigungsgel. Dann versuche ich mal. Zu reinigen. Also merkt man, hier müssen wir ganz schön rubbeln und es bleiben immer noch viele Rückstände. Ja, es dauert eine ganze Weile, ehe man sich da abschminkt, wenn man das im Gesicht hat. So, und mit dem Gerät. So, wollte ich bloß noch mal demonstrieren. Also auch hier. So eine Feinstrumpfhose sieht man, das gibt keine Verletzung, ja, ist ganz sanft. Oder auch, wenn man jetzt, Mensch, ich mache mal hier so ein Kosmetiktuch richtig feucht, ja. Und lege ich das mal hier drüber, also selbst hier. Ja, passiert nichts, geht nicht kaputt. So, das piepst immer nach 20 Sekunden, also man macht linke Gesichtshälfte, rechte, Stirn, Nasenbereich und dann nach einer Minute verspricht das Gerät, kann man abgeschminkt sein Gesicht gereinigt und fertig. So, man macht das ein bisschen feucht. Macht ein Kleckschen hier von dem Reinigungsgel drauf und dann geht das schon los mit der Reinigung. So, also nach wenigen Sekunden, das machen wir auch gleich noch mit weg. Das sind jetzt erstmal 20 Sekunden rum. Und ist ja sanft, ja. Sag ich Massage für die Hände. Ja, ist auch ein schöner Anti-Aging-Effekt, ja, gegen die Fältchen und so weiter. So, das wäscht man bloß aus dann, diesen Borstenkopf, und der reinigt sich selbst bei in den Filamenten, die auch noch abgerundet sind. Jedes einzelne Filament ist abgerundet, ist Mikrosilber drin, in der Mikrosilber-Technik. Mit kaltem Wasser spürt sie das dann ab? Ja, das spürt man bloß ab. Und das Mikrosilber wird abgegeben aus den Filamenten und ist gegen Bakterien, also ist vernichtet.
Bakterien hemmt den Wachstum, ja, verhindert den Wachstum von Bakterien. Und es ist auch top hygienisch. So, und jetzt müssten wir ja noch mal ein bisschen Wasser. So, die Hände 10 Jahre jünger, Ramona. Jetzt sind sie ein bisschen sauber dahinter. Was sagst du? Gut. Klasse.